Christoph, obwohl Glut könnte. Vielleicht? Nee. Aber Nebulak brennt. Es brennt ja nicht so schon. Aber. Ja. Halt. Viel? Nee. Dave, der kann nur so Kram. Shen. Jetzt ist sie wieder verwirrt. Aber Nebulak brennt. Konfusion. Shen ist verwirrt. Shen hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, ja. Schlecker gibt's überhaupt nicht mehr, ne? Meine ich mal. Shen ist nicht mehr verwirrt. Oh. Sehr effektiv. Bei uns im Dorf früher gab es auch mal einen Schlecker. Bin ich gerne hingegangen. Die haben leckere Süßigkeiten gehabt. So. Christoph hat 220, Shen 220 und wir haben die Exorzistin besiegt. Puh, der Geist ist verschwunden. Also warst du selbst ein Geist? Denk. Oh. Buh, buh, hui, hui, buh, hu. Die haben ja alle nur fucking Nebulax. Kannst du noch irgendwas? Nee, Heuler, Kratzer, Gedöns. Bringt alles nichts. Nehmen wir nochmal Shen. Oh, das Nebulax ist aber 24. Ah. Vollfusion! Ja, oh, gut. Hälfte haben wir. Nicht selbst verletzen. Nicht selbst. Dankeschön. Immer dieser kleine Drecksfitzel, der da noch überbleibt, ne? Sind wir jetzt tot? Nein. Nein. Du tötest dich nicht selbst. Dankeschön. So. Sehr schön. Ah. Hm, was mache ich hier? Okay. Oh, ein Geist. Ich kann ihn nicht identifizieren. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Ihr denkt euch auch bestimmt, oh Junge, da ist nichts an den fucking Grabstein. Bist du doof oder so? So, jetzt habe ich es aber alle durch bis hier. Oh. Oh, ein Geist. Mann, ich will auch so ein Pokémon haben. Was mit dir eigentlich? Oh, ich hatte Angst. Ich verfluche dich. Buh. Aber wir sind ja eigentlich nur Vibers. Zwei hat's. Ein Nebulak und wahrscheinlich ein Gengar. Oder wie die heißen. Gengar hat süße Finger. kann Alex eigentlich was? Ich meine, Alex könnte auch irgendwie sowas. Nun, also viel besser sieht das jetzt auch nicht aus. nee, das sind auch alles nur so. Bringt nichts, ne? Nee, keine Wirkung. Gut. Dann
verballern wir mal einen Supertrank an Dennis. Sehr schön. Und jetzt holen wir wieder Dennis in den Kampf, weil sein Attackengedöns ist einfach das Beste. Also gegen hier die Geister-Pokémon. Donnerblitz. Das war irgendwie länger als sonst, oder? Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann man hier einen Fluchtseil benutzen? Ich habe jetzt eh schon 3 Stück. Ich habe keine Lust, da runter zu laufen hier. Noch Neolag. Ich versuche mal gleich ein Dings zu benutzen, Fluchtseil. Aber erst hole ich mir das eine Item, was da noch irgendwie unten links in der Ecke irgendwie lag. Nicht selbst, nicht selbst, nicht selbst, nicht selbst. Dankeschön. Oh. Was ist passiert? Okay. Ein Elixier. So, ich versuche mal, ob wir jetzt hier ein Fluchtseil benutzen können. Wunderschön. Geil. Ah. Ich habe gerade etwas Lust, etwas zu trinken. Ich habe mir nämlich heute Multivitaminsaft geholt. Mit 20% Fruchtgehalt. Das ist sehr wenig. Ich knall die Flasche wieder. War irgendwie im Angebot und habe ich gedacht, komm, nimmst du mit? Hast du Lust drauf? So. Ich freue mich auch schon auf Freitag. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Weil da kommt der Dennis nämlich wieder zu mir. Und wir gehen in den Wildpark bei mir in der Nähe. Gucken uns da ein paar Tierchen an. Beziehungsweise gehen spazieren. Weil wir keine Lust haben, bei mir hier im Dorf spazieren zu gehen. Weil es zu langweilig ist, wenn man da nichts sieht. Deswegen gehen wir in den Wildpark. Mal gucken, was die... Oh, was haben die denn da alles? Büffel haben die da? Oder büffelähnliche Dinger? Dinger! Keine Tiere, sondern Dinger. Dann haben die Wildschweine, wo letztes eins ausgebüxt ist, als wir da waren. Das lief dann einfach draußen irgendwo rum. Kängurus haben die, glaube ich, auch im Sommer. Dann haben die noch irgendwie so Papageien-ähnliche Dinger. Tiere, Vögel. Nicht Lamas, sondern Alpakas. Schäfchen. Oh! Ich weiß nicht, ob ich mich diesmal traue, in den Streichelzoo zu gehen. Also in diese Streichelecke. Streichelzoo-Gedöns. Das letzte Mal war da so ein kleines Kind da drin. Da habe ich Angst gehabt, dass ich mich irgendwie blamiere oder so. Aber ich möchte gerne mal da in das Gehege rein. Ich möchte Tierchen streicheln. Aber ich komme mir dann irgendwie so blöd vor, wenn da nur so Kinder und so da in dem Gehege sind. Und ich dann als ausgewachsene Frau dann da bin, das ist irgendwie komisch. Buhu, buhu, lass mich in Ruhe. Ich muss mir mal die Nase putzen. Die läuft nämlich. Wo ist dein... So. Die Exorzistin möchte sich wieder mit mir battlen. Achso, und Dennis hat mich auch infiziert mit seinem... Ach Gott, wie heißt das Spiel? Castle... Clash oder so. Ich hoffe mal, ich schneid's raus.
Ah. Obwohl, 40 Minuten kann ich mir jetzt gut merken. Ja. Kann. Ob das noch bis morgen die Frage ist, ist mir noch dahingestellt. Bis morgen die Frage, egal. Ja, hat er mich auch mit angesteckt. Ich habe es mir dann am Sonntag runtergeladen. Ja. Und seitdem bin ich auch am Daddeln. Das Stimme ist, ich habe jetzt Heyday und Castle Clash. Ich liebe so Spiele, wo man einfach irgendwie was eindrückt und dann rödelt das im Hintergrund irgendwie. Ich stehe da voll drauf. Und dann kommt man irgendwie eine halbe Stunde wieder später und dann drückt man nochmal rum. Donnerblitz, genau, das wollte ich machen. Dennis ist verwirrt. Dennis hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, ja, ja. Ja. Genau. Boah, das haben wir ganz schön gezeckt, du. Ach, Mann! Boah, ich wollte schon sagen, ey. Na jo. Halt. Was denn jetzt? Paralysiert. Ich dachte eigentlich, der Schlecker würde irgendwie vergiften oder so, weil er nach Gift aussieht. Oh, Mann, Dennis, was kannst du überhaupt? Ach, jetzt muss ich noch ganz unten scrollen. Ah, was macht denn Alex hier? Ich weiß das doch alles nicht. Okay, der hält halt 50. Und mein Aquarium ist gerade ausgegangen. Also das Licht. Dann ist es nicht mehr verwirrt. Ich habe übrigens Mr. Turtle auch mal neues Einrichtungsgedöns gekauft. Also neue Pflanzen und so. Und ich habe den Sandkasten von ihm neu gemacht. Wer? Was? Wo? Weil es war nämlich das Problem. Jetzt kommt wieder ein Geist. Und zwar war ja das Problem, dass... ja, ist gut. Ich möchte direkt fliehen. Ich habe ja das selbst geklebt mit Silikon und so. Und das ist wieder undicht geworden. Das war am Anfang, war das undicht. Dann ist das irgendwie durch Kalk oder so, ist die Undichtigkeit zugegangen. Und jetzt war das irgendwie wieder. Und das Problem war, dass die Tüte, wo ich den Sand drin habe, also auch irgendwie nicht mehr dicht war. Und dann hat sich der ganze Sand voll mit Wasser gezogen. So, dann habe ich erst den ganzen Sand da rausgefriemelt. Und hab da jetzt von meinem Vater, der hat mir so ein kleines Tischchen gebastelt. Aus Kunststoff. Und da ist dann halt, dieser Sandkasten ist nur noch halb so tief jetzt. Dadurch kommt halt kein Wasser dran, weil das Wasser halt immer nur unten irgendwie am Boden ist. Maximal 2 cm hoch. Allerhöchstens. Ja, und da habe ich dann neuen Sand reingemacht. So, ich möchte jetzt erstmal hier das Item haben, bitte. Ja. Genau, und dann habe ich neue Pflanzen geholt. Oh, da war ich bei so einem OP. OP. Der macht das hobbymäßig. Und, also Aquaristik-Gedöns. Der hat seine ganze Garage voll mit Aquarien stehen. Das sind bestimmt 40 Stück oder so, die alle am Laufen sind, und wenn du da reinkommst, das ist die Hölle auf Erde. Das ist, als ob du in eine Sauna reingehst. Da ist eine Luftfeuchtigkeit drin. Das ist... Du bist 2 Sekunden da drin, da bist du schon am Schwitzen wie so ein Schwein. Oh, noch ein Item. Aber der hat halt... Die Fische tut er ziemlich günstig verkaufen. Und... Ja, die Pflanzen kosten eigentlich fast genauso viel wie im Laden. Wenn man die normal kauft. Aber der hat halt noch so Mengenrabattgedöns. Das heißt also, wenn man 3 Stück kauft, bezahlst du weniger für ein paar, also für ein
für eine Pflanze. Oder wenn du 5 Stück kaufst, bezahlst du noch weniger. Ja. Genau. Und ich glaube, bei dem kaufe ich jetzt nur noch mein Zeug. Ansonsten bin ich immer